Herzlich willkommen also zu unserem heutigen Webinar zum Thema Textanalysen. Wie erwähnt, mein Name ist Sebastian Schmidt und wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen einen Blick darauf zu werfen, wie man noch mehr aus unstrukturierten Daten herausholen kann. Hauptakteur in dem maschinellen Lernverfahren ist mein Kollege und Mitgründer der Scopus Elements, Christopher. Ja, vielen Dank, Basti. Und auch von mir ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich freue mich sehr drauf, Ihnen gleich ein paar Bausteine unserer Textanalytics zeigen zu dürfen. Cool, vielen Dank. Dann würde ich sagen, auf ins Intro. Zunächst möchten wir vielleicht einmal ganz kurz zu Beginn nochmal in Erinnerung rufen. Warum beschäftigen wir uns denn überhaupt mit der Analyse von offenen Texten? Als Marktforscher stehen uns ja eine Menge Fragetypen mit skalierten Abfragen zur Verfügung. Und die Antwort ist aus unserer Sicht ziemlich einfach. Unser Ziel ist es, das Verhalten und die Wünsche unserer Zielgruppen zu verstehen. Seien es Kunden, potenzielle Kunden, Mitarbeiter und so weiter. Und diese Kunden erzählen uns über zahlreiche Kanäle, was sie bewegt. Was wir tun müssen, ist dabei zuhören ganz häufig. Und genau da ist eben das Thema offene Texte und eben dann natürlich auch die entsprechende Analyse so wichtig. Denn das Thema wird immer wichtiger. Wir sehen, dass einfach immer mehr Daten unstrukturiert vorliegen, neben fortlaufenden Kundenbefragungen. Da sind ja auch Ergebnisse aus Bewertungsportalen, Social Media oder auch dem Kundensupport erwähnt. Zum Zweiten. Die Datenquellen sind einfach mal besser zugänglich. Digital liegen sie jetzt mittlerweile ohnehin ab. Die Zeit von größeren Papierbergen ist zumindest vielerorts einfach vorbei und über entsprechende Schnittstellen können diese Daten dann eben auch automatisch bezogen werden. Dazu hat sich ein richtiges Ökosystem etabliert, um effizient auf unterschiedliche Daten zuzugreifen und diese im Zweifel auch kurzfristig zuzukaufen und dann eben auch direkt verarbeiten zu können. Das heißt, Daten liegen in großer Menge vor und wie passt das zu dem Thema Textanalysen? Wenn wir einmal einen Schritt weiter gucken, das etablierte Verfahren bei der Analyse, der Auswertung von offenen Textfeldern ist irgendwie so in der klassischen Marktforschungsliteratur das manuelle Kodieren. Zuerst wird ein Code dann erstellt, im Anschluss wird die manuelle Kodierung durchgeführt und bei den Themen oder bei den jetzigen Entwicklungen stößt einfach dieser komplett manuelle Prozess, so gut er methodisch sein mag, einfach an Grenzen. Gartner hat dazu eigentlich eine ganz schöne Definition zu Big Data geprägt, die man so in Analogien eigentlich gut verwenden kann. Von Gartner kommen tatsächlich die ersten drei dieser fünf Vs von Big Data. Das erste ist Volume. Klar, ich meine, die Datenmenge wird einfach mal größer. Das ist bei uns so, dass wir auch im Bereich von Kundenbefragung tatsächlich Projekte haben, wo wir mehr als 1 Million offene Feedbacks verarbeiten. Das manuell zu kodieren ist einfach komplett unwirtschaftlich und einfach nicht möglich. Hinzu kommt auch, dass die Variety, also einfach die Vielfältigkeit an Daten zunimmt. Das heißt, in unstrukturierten Daten ist eigentlich inhärent, dass sie in Form, Struktur und tatsächlich auch Inhalt natürlich sich in Teilen unterscheiden, wobei die Erkenntnisse, die man vielleicht sucht, dann doch im Kern vielleicht sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, wir brauchen Verfahren, die technisch effizient auf unterschiedliche Strukturen angewendet werden können, die inhaltlich aber auch dazu in der Lage sind, Ergebnisse an die Oberfläche zu bringen, selbst wenn die Art und Weise, wie vielleicht ihre Kunden in den offenen Texten irgendetwas schreiben oder definieren, durchaus leicht unterschiedlich ist. Noch dazu sind die Maschinen durchaus in der Lage, wenn man es denn richtig macht. Und das dritte V von Gartner ist Velocity. Daten sollten in Echtzeit prozessiert analysiert werden. Das heißt, uns stehen immer mehr Daten in kürzerer Zeit zur Verfügung. Die Frage ist, was machen wir da, wenn wir da im Prinzip als ein Stück weit als Bremsblock tatsächlich eben einen manuellen Prozess haben, dann führt das dazu, dass eben mit großer Verspätung überhaupt erst irgendwie Erkenntnisse gewonnen werden können aus den Daten, womit ein großer Wettbewerbsvorteil eben hinüber ist. Neben diesen drei Vs gibt es noch sozusagen die zwei kleinen Vs, die im Laufe der Zeit ein Stück weit hinzugekommen sind bei dieser Big Data Definition. Das eine ist Validität. Klar, Big Data bringt einem erstmal nicht, wenn es viel ist und dafür viel Müll ist, sondern es geht auch darum, irgendwie aufgrund von Qualitätsprüfungen auch ein wenig die Spreu vom Weizen zu trennen. Und klar, auch das geht über einen manuellen Prozess, aber eben nur, wenn die Datenmengen beherrschbar sind. Und da ist halt eben auch die Aufgabe von intelligenten Textanalysen eben ein Stück weit auch eben diese Qualität sicherzustellen auf ganz vielen Ebenen. Und schlussendlich, der aus unserer Sicht eigentlich wichtigste Punkt, Value. Wir haben ganz viel mit großen Datenmengen gemacht. Am Ende steht aber natürlich immer die Frage, warum werden wir das gemacht und welcher Wert steckt da drin? Und das hat einmal etwas damit zu tun, dass natürlich da auch statische Kodierungen aufgrund von manueller Prozesse einfach an Grenzen kommen, weil man sie nicht so dynamisch einfach anpassen kann an unterschiedliche Zielsetzungen. Es geht aber auch darum, die reine Textklassifikation, also das, was wir irgendwie erkennen als, das ist der Themenaspekt, zu kombinieren einfach mit intelligenten Analysen, dass eben daraus einen wirklichen
Mehrwert am Ende auch wirklich schaffen können. Und damit möchte ich auch zu Christopher abgeben, der sich viele Gedanken dazu gemacht hat, wie wir Wert aus unstrukturierten Daten am Ende wirklich erreichen können. Ja, vielen Dank. Das Schöne ist ja, dass nicht nur ich mir Gedanken gemacht habe, weil ansonsten hätten wir heute wahrscheinlich nicht so viel, was wir Ihnen präsentieren könnten, sondern dass wir uns bei der Adam ja im Team in den letzten Jahren mit diesem Thema beschäftigt haben. Jetzt sind natürlich nicht nur Marktforscher diejenigen, die mit offenen Daten arbeiten und Texte verarbeiten und von der schieren Menge, die Basti auch gerade schon skizziert hat, fast erschlagen wird. Aber naja, wir wären halt nicht in der Scopus-Gruppe und nicht die Scopus-Elements, wenn es nicht so einen gewissen Bezug zur Marktforschung gäbe. Und so haben wir uns in den letzten Jahren eigentlich mit dem Thema Textanalyse aus ganz unterschiedlichen Projekten und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt. In der Zeit sind ganz viele einzelne Lösungen, einzelne Module zusammengekommen, die wir jetzt heute Ihnen vorstellen möchten als gebündelte Lösung, als Text Analytics Suite, die einfach verschiedene Module umfasst, mit denen solche unstrukturierten Daten beziehungsweise solche Textdaten sich auswerten lassen. Und wir sind eben die Scopus Elements, weil unser Schwerpunkt als Data Science Anbieter oder Data Science Beratung eben darauf liegt, solche Module zu entwickeln, solche Module dann eben auch in Projekte umzuführen, ganz unabhängig davon, ob sie bei uns die Befragung, also bei uns in der Scopus Group, oder ob die Daten Ihnen selber vorliegen, bei einem anderen Institut erhoben werden. Wir sind eben der Anbieter dafür, so eine Textanalyse-Lösung bereitzustellen. Und ja, wie gerade schon gesagt, diese Text Analytics Suite setzt sich eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen und Modulen zusammen, die unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erkenntnisse generieren können und unterschiedlichen Fragestellungen gerecht werden können. Und wir haben das ein bisschen strukturiert in Form von, ja, gewissermaßen Paketen. Jedes dieser Module macht vielleicht einen Teil. Die Magie oder das große Potenzial steckt in der Verbindung dieser Module. Und was hinzukommt, es gibt Dinge, die sehr einfach sind, die dann vielleicht ein kleines S-Paket sind, und Dinge, die sehr aufwendig sind, sehr komplex sind und dann sich aber auch sehr gut individuell für ein Projekt eine Fragestellung anpassen lassen kann. Und jedes einzelne dieser Module könnte quasi ein eigenes Webinar füllen. Da könnten wir eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden darüber sprechen, was da eigentlich drinsteckt, wie es sich anpassen lässt, welche Erfolge unsere Kunden mit diesen einzelnen Modulen schon hatten. Was wir heute gerne machen würden, ist, einen Überblick zu geben. Und den Überblick möchten wir anhand von 4 verschiedenen größeren Modulen geben und 3 verschiedenen kleineren Helferlein sozusagen, die uns das Arbeiten mit diesen Textanalyselösungen eben vereinfacht, mit diesen Texten vereinfacht. Und er hat es schon ein bisschen angeteasert, der Basti gerade eben, wir haben auch eine kleine Demo vorbereitet, weil wenn wir Ihnen jetzt sagen, ja, das geht mit diesem Modul und das geht mit diesem Modul, wird vielleicht noch nicht so ganz deutlich, was für ein Mehrwert da drin steckt, wenn man mit den Ergebnissen tatsächlich arbeitet. Von daher möchte ich Sie jetzt auf einer Reise mitnehmen von quasi ganz einfach bis sehr komplexes Modell, sehr komplexe Lösung, um Ihnen dann am Ende eine Demo geben zu können, wie das in der Praxis aussehen kann. Und wenn wir mit Texten konfrontiert werden, die vielleicht vorher noch nicht ausgewertet wurden, sehr umfangreich, vielleicht im Zeitverlauf, dann ist die erste Frage, die uns häufig gestellt wird, was steckt da eigentlich drin? So, und da könnte man sich natürlich direkt dran setzen mit manueller Codierung oder mit einem großen, komplexen Modell. Aber ganz häufig ist diese Frage, ja, was steckt denn da drin, eine, die sehr schnell beantwortet werden soll, die auch unabhängig jetzt von großen Investitionen beantwortet werden soll, sondern die einfach out of the box mal funktionieren soll. Für solche Fragestellungen nutzen wir seit einigen Jahren bereits ein ganz recht einfaches, aber sehr effektives Tool. Eine Keyword Extraction, die eben aus diesen geschriebenen Texten, und das ist dabei fast egal, nee, es ist nicht nur fast egal, sondern es ist egal, ob es sich dabei um Kommentare aus offenen Nennungen, offenen Fragen in Befragungen handelt, ob es um Reviews von Apps geht, ob es um Reviews bei Google zum Beispiel von Filialen oder Standorten geht, ob es um Bewertungen von Produkten geht. Letztlich ist es egal, Hauptsache es ist irgendwie geschriebener Text. Und diese Keyword Extraction hilft uns dabei, diese vielen verschiedenen Texte einfach mal zu durchsuchen und zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Es werden also Schlagworte extrahiert, die grob zusammenfassen, worum sich eigentlich der Text, also häufig, was die Kunden eigentlich gesagt haben. Das ist sehr, sehr granular, denn am Ende nutzen wir das, was die Kunden tatsächlich sagen. Wir nutzen deren Wortwahl, die sie verwenden, und wir extrahieren einfach nur die relevanten Schlagworte. Der Vorteil ist aber, das ist sehr, sehr schnell einsetzbar. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich hier Texte auswerten,
Es gibt kein großes Training, es ist also insofern unsupervised ist, dass wir ja nicht Trainingsdaten generieren müssen, worauf wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Es ist einfach ein sehr einfaches und smartes Tool. Dem zugrunde liegen Sprachmodelle, die wir entwickelt haben, die wir zum Teil aus der Literatur, aus dem Internet haben, die wir aber weiter verfeinert haben, um eben Schlagworte zu erkennen. Und diese Sprachmodelle ziehen sich eigentlich durch alle Module der Text Analytics Suite durch. Diese Sprachmodelle gibt es für Deutsch und Englisch, also es gibt die auch noch für weitere Sprachen, aber wir haben uns auf deutsche und englische Modelle fokussiert, können aber auch weitere Sprachen dort integrieren. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Diese Keyword Extraction ist besonders dann sehr hilfreich, wenn die Texte eben eine Menge erreicht haben oder einen Umfang erreicht haben, der sich durch ich lese mal alles durch nicht erschlagen lässt. Eine kleine Ad-Hoc-Studie von 100 oder 200 offene Nennungen, kann man die Keyword Extraction nutzen. Das ist sicherlich für eine kleine Wordcloud sicher immer ganz nett. Aber besonders wertvoll ist es dann, wenn man das eben, wie wir es hier für C&A im Rahmen einer Community-Befragung mal aufgesetzt haben, da anhand dieser Schlagworte, die extrahiert sind, dann auch wirklich mit den offenen Angaben sehr zielgerichtet zu arbeiten. Und es wird natürlich besonders dann spannend, wenn nicht nur einfach die Menge der Daten steigt, sondern auch der Zeitverlauf mehr wird. Also wenn Sie über die Zeit sehr flexibel erkennen wollen, worüber sprechen denn eigentlich meine Kunden, sei es, wie gesagt, in Befragungen oder sei es in Form von Reviews, und über die Zeit sich anschauen, welche Themen denn eigentlich genannt werden anhand dieser Keyword Extraction, anhand der extrahierten Schlagworte. Über die Zeit, also über wachsende Menge an Daten, entfalten alle Module, die wir in der Text Analytics Suite haben, erst ihr richtiges Potenzial. Einzelne Module verbinden aber diesen Ansatz, Informationen, Schlagworte oder Themen aus den Texten zu extrahieren, eben mit diesem Zeitverlauf. Und da sind wir schon beim zweiten Modul, was wir Ihnen heute vorstellen möchten, nämlich dem Thema Trending Aspects. Es geht also darum, wirklich im Zeitverlauf zu sehen, welche Themen oder welche Schlagworte besonders auffällig sind. Auch hier ist der Vorteil, wir brauchen keine Trainingsmengen. Und an dem Beispiel, was ich mitgebracht habe, aus einer laufenden, kontinuierlichen Befragung, zeigt auch schon den Vorteil von so unsupervised Ansätzen, also Ansätzen, die ohne Trainingsdaten auskommen und mit bestimmten Algorithmen arbeiten, die Veränderungen einfach im Zeitverlauf erkennen. Wir mussten nämlich hier keine Corona-Kategorie trainieren, sondern Corona war eines der Schlagworte, die aus der Keyword Extraction identifiziert wurden. Und unser Modell hat sozusagen als Frühwarnsystem reagiert. Nämlich als im März so die ersten Nennungen kamen, hat das Trending Aspects Modul gesagt, hier ist ein Thema, ein Schlagwort, das ist neu. Das hat gerade ganz viel Traktion. In einer kurzen Zeit wird es viel häufiger genannt als jemals zuvor. Und entsprechend konnte unser Kunde dann sehr schnell darauf reagieren. Gut, unser Kunde hat auch die Nachrichten gelesen, das kam also jetzt nicht völlig überraschend, aber gleichwohl auch in normalen Zeiten haben sie immer wieder Trends und Themen, die sich über die Zeit verändern. Und so ein Trending Aspects Modell hilft eben dabei, sehr frühzeitig zu erkennen, wenn bestimmte Themen aufploppen, und ermöglicht es so, direkt auf diese Trends auch zu reagieren. Solche Trends und Muster sind, je größer diese Daten werden, immer schwieriger zu erkennen. Wenn Sie sich einfach nur die Keyword Extraction nehmen und einen bestimmten Produktnamen haben oder bestimmtes Thema haben, was fast alle Ihrer Kunden sagen, dann ist das natürlich in so einer Wordcloud erstmal sehr, sehr präsent. Durch das Trending Aspects Modul wird es dann eben möglich, über den Zeitverlauf zu erkennen, okay, was ist vielleicht nicht so häufig genannt, aber was nimmt denn gerade an Aufmerksamkeit zu? Welche Trends ergeben sich denn da gerade? Ein weiteres Modul, also um die sehr flexibel und sehr dynamisch extrahierbaren Schlagworte dann eben auch im Zeitverlauf so zu untersuchen, dass man wirklich neue Themen und Trends erkennen kann. Das ist aber für den klassischen Marktforscher vielleicht manchmal nicht so ganz das Richtige. Denn, wie gesagt, wir nutzen bei der Keyword Extraction, also der Extrahieren der Schlagworte, das, was die Kunden sagen. Das ist sehr, sehr granular. Für ein dynamisches System ist das super, aber manchmal möchte man es ein bisschen grober haben. Ich meine, Sie kennen das, wenn Sie schon mal selber kodiert haben oder wenn Sie mit einer Kodierung mal gearbeitet haben. Es gibt Codes und Overcodes. Sie haben ein Kategoriensystem, relativ klar definierte Themengebiete, die Sie erkennen wollen und die Ihre Codierer dann eben zuordnen. Sowas kann man eben mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz auch machen, und damit sind wir dann direkt beim Thema Themenmodelle.
nämlich individuelle Themen zu identifizieren, die von außen vorgegeben werden im Sinne ja, eines Themenmodells oder eines Kategoriensystems. Der Ansatz hier ist sehr ähnlich und wir bewegen uns nun im Bereich der Supervised Learning Ansätze im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das bedeutet, wir bringen einem Algorithmus etwas bei. Wenn ich eben etwas beibringen möchte, einem Algorithmus etwas beibringen möchte, brauche ich Trainingsdaten. Und was man hier macht, ist, für ein solches Themenmodell ein Kategoriensystem zu entwickeln, das auch Hierarchie haben kann. Also Sie sehen das hier jetzt in dem Screenshot auf der rechten Seite. Hotel, Veranstalter, Flug, das sind so Oberkategorien aus dem Bereich Reise. Darunter kann es vielleicht aber noch weitere, detailliertere Themengebiete geben. Und so ähnlich wie das bei einem Codeplan mit Codes und Overcodes vielleicht auch ist. Und dieses Modell trainieren wir, um dann bei einer großen Menge von Daten eben diese Themen automatisch zu identifizieren. Auch hier wieder mit der Möglichkeit, das natürlich im Zeitverlauf zu tun. Der Vorteil ist, wir sind ein bisschen grober geworden, haben etwas starrere Kategorien, die aber vielleicht für einige Einsatzzwecke sehr hilfreich ist, weil dann so eine Keyword-Extraction sehr granular ist. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, der Mehrwert, und das zeigen wir Ihnen gleich in der Demo auch, ist, wenn man diese beiden Dinge miteinander kombiniert. Denn auf der einen Seite, diese starren Systeme helfen sehr gut, auch im Zeitverlauf bestimmte Themen zu erkennen, nachzuverfolgen. Und Sie wissen zum Beispiel im Reisebereich, dass das Thema Hotel, Veranstalter, Flug, Reiseleitung, das sind so diese klassischen Themen, über die gesprochen wird. Die zu definieren und schon mal zu sagen, das ist eine Kategorie, schafft schon sehr viel Mehrwert. In Verbindung mit, ich möchte vielleicht aber auch Trends anhand von Schlagworten erkennen, weil meine Kunden vielleicht etwas sagen, worauf ich bisher nicht geachtet habe, die bisher in meinen Kategorien nicht drin sind. Solche Themenmodelle führen dann sehr schnell zum Thema automatische Codierung, also wirklich einen Codeplan nachzubauen, und damit ergibt sich ja sozusagen die Frage. Die Frage, die ich sehe, auch ohne Sie mit Webcam sehen zu können, die in Ihren Augen brennt, wie genau kann das denn eigentlich sein? Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Aber lassen Sie es mich mal hier so sagen, menschliche Genauigkeit ist auf jeden Fall erreichbar. Was heißt das? Wenn man mal so eine prozentuale Angabe macht für die Genauigkeit der Zuordnung zu diesen Kategorien oder Themen, erreichen wir zwischen 70% und 98%. Das ist natürlich eine relativ große Spannbreite, hängt aber, wie gesagt, von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Es ist aber auch so, dass Menschen nicht 100% genau sind, im Sinne von, wenn Sie mehrere Codierer an den gleichen Text setzen, kann auch hier die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Codierern auch mal deutlich unter 90% sein. Wovon hängt es bei klassischen Codierungen ab? Naja, das hängt davon ab, wie konkret, wie genau und wie gut sprachlich die Kunden die Texte geschrieben haben. Es hängt davon ab, wie genau der Codeplan ist, also wie diese Dinge zusammenpassen. Und beim Themenmodell ist es im Prinzip nicht anders. Je konkreter die Kategorien sind, je konkreter die Texte sind, desto besser ist die Genauigkeit. Wenn es sehr vage ist und sich auch Menschen schon schwer tun, ist es diese Kategorie oder diese Kategorie, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch ein Algorithmus dabei Schwierigkeiten hat. Heißt aber, kurz zusammengefasst, wir sind damit extrem effektiv. Die Entwicklung in den letzten Jahren bei diesen Modulen und die auch wir in den letzten Jahren erlebt und mitgestaltet haben durch die Entwicklung, die wir gemacht haben, ist beeindruckend. Und inzwischen ist es für sehr große Studien eigentlich ein super Weg und auch ein sehr effektiver Weg, Erkenntnisse auf Basis von solchen Themen- und Kategorienmodellen aus Texten herauszuziehen. Und der Vorteil ist bei diesen Themenmodellen, dass sie eben zugeschnitten sind auf ihre Fragestellung. Was macht man aber jetzt damit? Also sowohl bei den Texten, bei den Themenmodellen als auch bei den Schlagworten, die extrahiert werden, das kann man sich natürlich in der Wordcloud anschauen, das kann man sich in einem Balkendiagramm anschauen. Das ist rein deskriptiv natürlich schon sehr interessant und natürlich auch nah an dem, was Sie vielleicht als Marktforscher in der Vergangenheit gemacht haben. Was man aber auch machen kann, und damit sind wir bei den komplexesten Modulen, die es jetzt auch vielleicht in unserer Text Analytics Suite gibt, ist die Frage, was treibt denn eigentlich die Zufriedenheit meiner Kunden? Das ist eine Lösung, die wir vor 2 Jahren auf der ESOMAR Fusion in Dublin vorgestellt haben, zusammen mit CERT, die wir seitdem aber auch immer weiterentwickelt haben. Es geht also um die Frage, welche Themen kommen denn nicht nur häufig vor und wie sprechen unsere Kunden über diese Themen, sondern wie relevant sind diese Themen denn eigentlich auch? Und Relevanz hier in Bezug entweder zur Zufriedenheit, die Sie abgefragt haben, vielleicht auch zur Sternebewertung in einem Review oder vielleicht aber auch weiteren Daten, die Sie über Ihre Kunden haben, zum Beispiel Anzahl Bestellungen im E-Commerce-Bereich oder Kundenbindung
Da haben Sie vielleicht einen Kundenbindungsscore oder dergleichen. Also am Ende die Verbindung zwischen offenen Textangaben mit einem geschlossenen Merkmal, also einer geschlossenen Frage oder eben einem anderen quantitativen Merkmal. Und wir stellen eben diese beiden Datenpunkte in Verbindung, um dann beantworten zu können, welche Themen sind denn tatsächlich nicht nur häufig, sondern auch konkret und relevant. Die textbasierte Treiberanalyse, die wir in unserer Text Analytics Suite haben, basiert auf verschiedenen Modellen, verschiedenen anderen Modulen aus der Suite, um daraus eben Erkenntnisse abzuleiten. Und das kann sowohl Themenmodell sein, wenn es eben um konkrete, ganz spezifisch definierte Themen geht, oder auch auf Basis der Schlagworte. Und darüber lassen sich eben verschiedene Erkenntnisse gewinnen, eben darüber, wie relevant auch Themen sind. Und das ist dann was sowohl Komponenten hat, da braucht man Trainingsdaten für, als auch unsupervised, dafür braucht man keine Trainingsdaten. Hier haben wir verschiedene Module kombiniert, die dann eben in dieser textbasierten Treiberanalyse als Modul ihren Einzug in die Textanalytics Suite gefunden haben. Das waren jetzt vier Beispiele, die wir auch gleich in der Demo nochmal konkreter sehen werden, die zeigen, es gibt sehr einfache Tools und Helferlein und es gibt dann schon sehr komplexe Analysen, und diese miteinander zu verbinden, macht eigentlich den Mehrwert in unserer Suite aus. Es gibt noch drei kleine Helferlein, und das ist auch wirklich dann die vorletzte Folie, bevor Sie dann auch wirklich mal eine Demo sehen dürfen. Drei kleine Helferlein, die es uns helfen, mit Daten zu arbeiten, denn die Textdaten kommen häufig nicht einfach vom Himmel und sind schon perfekt aufbereitet. Ein Stück weit muss man häufig zum Beispiel auch bei Reviews dafür sorgen, dass man nur mit den Daten arbeitet, die sich auch tatsächlich sinnvoll verarbeiten lassen und die eine ausreichende Qualität aufweisen. Eine Fragestellung, die wir häufig insbesondere bei Kunden oder auch bei Mitarbeiterbefragungen haben, ist, da stehen häufig mal Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern drin, die da nicht drinstehen sollten. Die wollen sie nicht abspeichern, die wollen sie auch nicht weitergeben. Und für uns ist es auch ganz häufig so, dass in Dashboards diese Daten gar nicht sichtbar sein sollen. Dafür haben wir Modulen entwickelt, nämlich die automatische Anonymisierung, die aus den Fragen, die aus den offenen Texten, die uns vorliegen, entsprechend E-Mail-Adressen und Telefonnummern entfernt, aber eben auch auf Basis der schon genannten Sprachmodelle Namen identifiziert und diese dann auch entfernen kann. Das ist sehr schnell durchgelaufen. Das ist ein System, das ist bereits trainiert. Das ist auch hier insofern ein Supervised Learning Ansatz, weil wir schon Trainingsdaten dort reingesteckt haben. Aber das ist etwas, was sich dann sehr schnell auf neue Daten anwenden lässt, ohne dass man jetzt anhand ihrer Daten dann nochmal neu rangehen müsste. Auch hier ist es ein Algorithmus. Es ist mal mit einer sehr, also wir erreichen da eine sehr gute Genauigkeit. Aber gerade bei diesem Thema muss man da die Anforderungen, die sich konkret im Einzelfall ergeben, dem nochmal gegenüberstellen, ob das tatsächlich dann auch für den Einsatzzweck, für den es gedacht ist, tatsächlich ausreichend ist. Für sehr viele Einsatzfälle oder sehr viele Projekte in der Vergangenheit hat es sich aber schon als ausreichend und auch sehr genau erwiesen. Der zweite Punkt, der zweite Helferlein sozusagen, das zweite Helferlein, was wir in unseren Projekten aus dieser Text Analytics Suite nutzen, ist das Thema Quality Detection. Da geht es darum, automatisiert die Qualität der offenen Angaben zu überprüfen. Wenn Sie keine Panelbefragung durchführen, sondern wirklich eine Befragung, auf die jeder zugreifen kann, dann kommt je nach Zielgruppe auch schon mal ganz schöner Nonsens zusammen. Das können Sätze sein, die keinen Sinn machen, das kann Kauderwelsch sein, das kann die berühmte Katze, die über die Tastatur läuft, sein, das können aber auch Beleidigungen sein. Die können wir mit unserer Quality Detection erkennen und entsprechend aus der Analyse entfernen. Da gibt es verschiedene Ausbaustufen, wie auf welche Aspekte man sich fokussiert. Das hängt auch so ein bisschen von der Fragestellung ab. Es gibt häufig so die Anforderung, es hilft mir nicht so viel, wenn der Kunde nur schreibt, alles super, das bringt mich nicht so viel weiter, den will ich in der Analyse gar nicht drin haben, sodass man auch diese Quality Detection ergänzen kann, um die Möglichkeit, die Komplexität eines Textes zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie eigentlich in der Fragestellung sagen, beschreiben Sie doch mal ausführlich, was in Ihrem letzten Urlaub vorgefallen ist, dann hilft es Ihnen eben nicht, wenn da jemand nur drei Sätze schreibt oder zwei Sätze schreibt, sondern Sie möchten eher was über den erfahren, der da wirklich tief, viele, viele Themen anspricht, da sich sehr tief auseinandersetzt, und eben auch das kann man ermitteln und dann als Teil dieser Quality Detection eben berücksichtigen. Und das dritte Helferlein, das Thema Language Translation. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir fokussieren uns mit den Sprachmodellen, die wir für uns nutzen in solchen Projekten, vor allem auf Deutsch und Englisch. Vor allem deswegen, weil wir in diesen Sprachen fließend sprechen und auch sehr gut einschätzen können, wie gut die Qualität ist. Und weil in der Forschung sich gezeigt, gerade die englischen und die deutschen Sprachmodelle eigentlich die sind, die am aktivsten auch weiterentwickelt werden, von denen wir also auch am meisten von diesen Entwicklungen profitieren können.
Was wir machen, um auch andere Sprachen in unseren Projekten zu berücksichtigen, was natürlich eine sehr berechtigte und eine sehr häufige Anforderung ist, dass wir diese automatisiert übersetzen. Das machen wir nicht selber, sondern da nutzen wir externe Tools, die wir im Rahmen eines solchen Projektes auch automatisiert mit anbinden. Da kriegen Sie dann als Kunde auch gar nicht so viel mit, weil wir das eben als Teil dieser gesamten Textanalyse-Pipeline dann berücksichtigen. Wir machen beispielhaft sein hier als externe Dienste DeepL und Microsoft Bing Translate genannt und denken Sie jetzt bitte nicht an Google Translate vor 10 Jahren, wo man sich quasi die Haare ausgerauft hat bei der Qualität der Übersetzung. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist auch beim Thema Textübersetzung so exorbitant, so beeindruckend. DeepL ist ein Startup hier aus der Nähe, aus Köln, die seit einigen Jahren sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, weil die Qualität der Übersetzung für europäische Sprachen ist so gut, dass sogar Übersetzungsbüros da mittlerweile mitarbeiten. Für uns im Rahmen der Text Analytics Suite geht es gar nicht so sehr um die ganz sprachlichen Feinheiten, sondern es geht darum, dass wir eine gute Übersetzung haben, die den grammatikalischen und syntaktischen Anforderungen genügen, dass wir eine Übersetzung ins Deutsche oder Englische dann für unsere Modelle weiter verwenden können. Und unsere Erfahrung ist, dass das für sehr viele Sprachen, also die gängigen Sprachen, sehr, sehr gut funktioniert. Auch beispielsweise für Chinesisch haben wir da jetzt gerade in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Für sehr exotische Sprachen, da muss man dann im Einzelfall mal schauen, wie gut die Qualität da ist. Auf diese Weise können wir aber auch im Rahmen der Text Analytics Suite länderübergreifende Vergleiche in den Ergebnissen ziehen. Das Ganze ist vollständig automatisiert. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Und natürlich ist auch immer so, die Originalantworten bleiben uns natürlich erhalten. Also wenn Sie gleich die Demo sehen und sich vorstellen, wie wäre das denn, wenn das unterschiedliche Sprachen sind? Jetzt sehe ich das hier nur auf Deutsch oder nur auf Englisch. Was bedeutet das denn, wenn ich da jetzt vielleicht Türkisch oder Schwedisch drin habe? Kann ich dann auch die Originaltexte sehen? Das ist natürlich dann eben auch möglich. Diese drei Helferlein helfen uns einfach zu diesen großen Analysemodulen, die ich zuvor erläutert habe, dabei ja die richtigen Daten in der richtigen Art und Weise dann auch tatsächlich verarbeiten zu können. So, das war jetzt ein Ritt durch die verschiedenen Module und ich habe Sie so ein bisschen auf die Folter gespannt, denn wir wollen es Ihnen natürlich auch zeigen. Und da gebe ich zurück an meinen Freund und Kollegen, den Basti. Genau, dann springe ich direkt als viertes Helferlein mit ein. Wir starten wirklich noch eine kurze interaktive Demo. Was wir vorbereitet haben, ist ein Beispiel aus der Touristikbranche. Dafür haben wir ein kleines Themenmodell, trainiert auf Basis von offenen Angaben und einem Weiterempfehlungswert. Dieses Themenmodell funktioniert auf zwei Ebenen. Das heißt, Sie haben ein Oberthema und einen Aspekt dazu jeweils oder mehrere Aspekte in dem Fall. Wir haben es ganz möglichst simpel gehalten, um einfach in der knappen Zeit so ein bisschen durchzukommen und Ihnen auch einfach mal zu zeigen, wie man mit den Daten einfach wirklich interaktiv spielen kann. Der Datensatz dahinter ist eben nicht besonders groß, das Ganze skaliert aber wunderbar, sodass es eben auch mit Millionen von Feedbacks eben im Grunde genommen kein Problem darstellt. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es wirklich vollständig interaktiv ist. Das heißt, Sie haben hier entsprechende Filter, wenn Sie das haben möchten, zum Beispiel nach entsprechenden Zielgruppen oder auch nach Bewertungszeiträumen zum Beispiel. Und wir können wie folgt vorgehen. Das erste ist, Sie sehen hier links oben die Oberthemen im Überblick. Wenn wir mit der Maus drüber gehen, sehen wir auch nochmal ein kleines Zusatzdiagramm, was aufzeigt, wie sich der Weiterempfehlungswert jeweils zusammenstellt. Die Fläche ist tatsächlich die relative Häufigkeit, mit der das Oberthema benannt wird. Das heißt, Hotel ist hier sehr stark dominierend mit 79% und einem insgesamt ziemlich guten Weiterempfehlungswert noch von 54 Punkten. Demgegenüber sieht man hier zum Beispiel den Flug oder die Reiseleitung, die nicht kritischer bewertet wird. Das Ganze haben wir auf der rechten Seite auch im Zeitverlauf für September, Oktober. Darauf werden wir jetzt im Detail nicht eingehen, weil einfach die Daten ein bisschen zu dünn sind, um jetzt großartige Zeitverläufe zu machen und sich in September, Oktober sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel getan hat. Die Frage ist nun, wie arbeiten wir damit? Wie erwähnt, es ist komplett interaktiv. Was natürlich hier irgendwie ins Auge fällt, ist, es ist einiges grün, ein bisschen was ist rot. Wo man jetzt drauf guckt, ist in der Regel da, wo es rot ist. Der Flug macht mit 9% einen nicht allzu kleinen Anteil aus. Mit einem durchschnittlichen NPS von 15 wird es auch nicht überragend bewertet. Das heißt, hier macht es sicherlich Sinn, mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Wenn wir uns das Oberthema ansehen, sehen wir hier weiter unten die dazugehörigen Aspekte, wie beispielsweise Flugzeiten, sonstige Aspekte zum Thema Flug, die man entsprechend nachklassifizieren könnte, also ein bisschen so die Restkategorie, eine Nennung der Fluggesellschaft, Themen zur Bordverpflegung, allgemein wurde einfach nur Flug genannt, das Flugzeug, mit dem man geflogen ist, oder irgendwas zum Thema Zwischenstopp. Das
Ganze auch wieder hier im Zeitverlauf. Und auf der rechten Seite sehen wir eine zweidimensionale Darstellung dazu. Das, was auf dieser Achse abgetragen ist, einfach die relative Nennungshäufigkeit für das Unterthema wiederum. Und auf der Y-Achse finden Sie den Weiterempfehlungswert. Das heißt, je weiter oben, desto besser, je weiter unten, desto schlechter. Je weiter rechts, desto häufiger wurde es genannt. So können wir vorgehen. Was hier natürlich auffällt, ist, dass das Thema Flugzeiten sehr, sehr häufig genannt wird. Wortverpflegung selber weiß man jetzt schon, sehr verhalten bewertet. Da sollte man vielleicht im Detail reinschauen, auf Basis der offenen Nennung, was sind denn hier konkret die Kritikpunkte. Das heißt, es bietet sehr, sehr handhabbares Feedback auf dieser Basis jetzt schon. Schauen wir uns noch einmal die Flugzeiten an. Wenn wir hier draufgehen, springen wir jetzt noch eine Ebene tiefer. Das heißt, wir hatten bisher ein Themenmodell auf Basis von einem Supervised-Ansatz. Das heißt, wir haben die Oberthemen und die Aspekte entsprechend trainiert, wie Christoph es beschrieben hat. Das, was wir jetzt hier drunter sehen, sind die entsprechenden Keywords. Das heißt, unsupervised. Über einen Algorithmus werden Keywords zugeordnet, die zum Thema Flugzeiten ganz gut passen. Und, oh Wunder, was sehen wir hier? Tiefrot, das Thema Verspätung. Wenn wir hier draufgehen, sehen wir auch hier direkt dazu die entsprechenden offenen Nennungen. Das heißt, wir können wirklich ganz oben von, es gibt dieses Oberthema, bis runter zu den einzelnen offenen Nennungen eigentlich sehr, sehr klar nachvollziehen, was treibt hier eigentlich unsere Kunden. Das heißt, für kritische Themen können wir hier wirklich das Ganze in der Tiefe explorieren. Es ist aber natürlich auch so, dass Sie auch hier Oberthemen haben, wie beispielsweise Hotel, was irgendwie mit 79% enorm kräftig ist, wo aber es natürlich im Detail auch viele Unterschiede gibt. Das heißt, schauen wir uns das Ganze hier an, Hotel, wieder Weiterempfehlungswert. Hier oben ist sehr, sehr gut. Pools, Barbereich, super, Gartenanlage, Außenbereich, super. Generell wird Personalservice auch sehr, sehr positiv wahrgenommen. Was allerdings hier sehr klar abfällt, ist der Lärm. Das heißt, wenn es genannt wird, nicht allzu häufig ist der Fall, aber wenn es vorkommt im Bereich Hotel, dass es dort laut ist, dann wenig überraschend ist das keinesfalls positiv besetzt. Noch hier können wir irgendwie bis wirklich ins tiefe Detail reingehen, um zu schauen, es liegt an der Baustelle. Während den Essenszeiten ist der Lärm im Speiseraum enorm hoch. Allgemein Lärm oder in meinem Zimmer ist so unruhig, dass ich nicht schlafen kann. Die naheliegende Folgefrage ist natürlich, ja, ist das jetzt schlimm? Also dann war es halt mal laut. Dazu, wie Christopher vorgestellt hat, gibt es auch hier eine Treiberanalyse. Auch die im Grunde genommen vollkommen interaktiv. Und was wir hier sehen, wenn wir ganz nach rechts unten gehen, Sie haben auch hier wieder einen Weiterempfehlungswert auf der Y-Achse, die relative Wichtigkeit auf der X-Achse und hier sieht man über die Größe abgetragen, wie häufig kam das Ganze vor. Das heißt, irgendwie es wird sehr viel zum Thema Personal, Hotel genannt. Relativ selten was zum Thema Lärm, glücklicherweise, denn wenn Sie Ihren Kunden den Urlaubsaufenthalt nachhaltig vermiesen wollen, dann machen Sie möglichst viel Lärm, denn man sieht, dass es einfach, wenn es vorkommt, ein absolut massiver Unzufriedenheitstreiber. Und auf der Basis können Sie halt eben wirklich sozusagen auf Basis von unstrukturierten Texten am Ende so arbeiten, als wären es dann, und es sind ja dann auch strukturierte Daten, und daraus eben ganz, ganz neue Erkenntnisse ziehen. Genau, das als Demo, als Kurzüberblick, was denn damit alles gemacht werden kann. Natürlich geht noch viel mehr und sollte Sie das irgendwie auch interaktiv interessieren, lassen Sie uns da gerne irgendwie nachher nochmal sprechen. Ja, und haben auch in der Zwischenzeit schon drei Fragen erreicht, die greifen wir gleich auf, aber du hast gerade ein Stichwort genannt, was die interaktiv, also auf die Frage, wie sieht es denn hier mit Filtersetzung aus, kann man da noch irgendwie mehr machen? Genau, absolut. Also die Filter werden individuell einmal abgestimmt mit dem Kunden. Das heißt, das, was sie benötigen und das, was wir am Ende natürlich an Daten haben oder das, was wir gemeinsam mit ihnen erheben, das ist doch alles auswertbar. Genauso um auf die Fragen ganz kurz anzugehen. Wann wird ein Feld rot? Das, was wir eben gesehen haben im ersten Aspekt. Das Feld wird rot. Wir haben tatsächlich eine feste Spannbreite definiert. Ab einem Weiterempfehlungswert von 0 wird das Ganze rot. Das ist aber natürlich immer abhängig von dem Gesamtniveau. Im Bereich Touristik ist in der Regel sind die Bewertungen sehr, sehr gut. Deswegen ist hier eine 0 schon sozusagen nah an einer vernichtenden Kritik. In anderen Bereichen kann das anders sein. Auch da sprechen wir dann eben gemeinsam mit unseren Kunden, wie können wir die Ergebnisse so darstellen, dass sie auch verständlich sind und sozusagen in die richtige Richtung führen. Ebenso kam die Frage auf, statt dem NPS kann man auch ein Overall-Liking oder so etwas nehmen. Absolut. Also in dem Fall wurde der NPS eben mit erhoben, deswegen war das naheliegend. Am Ende sind wir aber, glaube ich, auch einfach methodisch gut geschult, um gemeinsam Sie auch zu beraten, was macht ja am meisten Sinn. Und häufig ist ein Overall-Liking mindestens genauso sinnvoll wie ein NPS, gerade weil Sie häufig eben mehr Varianz drin haben und die Treiberanalysen auch entsprechend dann zieltreffender sind. Ja, oder was man sich vielleicht auch vorstellen könnte, ist, wenn Sie Daten
die kundenspezifisch sind, also die Sie auch einem einzelnen Kunden zuordnen können, das beispielsweise auch mit anderen Scores, sage ich mal, in Verbindung setzen. Gerade schon angesprochen, irgendwie eine Form von Loyalitätsscore, den Sie vielleicht haben, oder vielleicht haben Sie auch ein Abwanderungsmodell, was Ihnen eine Abwanderungswahrscheinlichkeit angibt, auch das könnte man in Verbindung setzen. Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Das Grundgerüst steht, die Module stehen. Was wir machen, und darauf komme ich jetzt auch gleich nochmal zu sprechen, ist eben dann sehr detailliert darauf, sehr individuell darauf anzupassen, welche Daten fließen denn da tatsächlich ein. Und dann schnapp ich mir mal wieder den Bildschirm und gebe nochmal kurz den Überblick, wie kann man das denn eigentlich nutzen? Also auf der einen Seite, wir haben es in so Pakete gebündelt. Als Paket kann man das natürlich irgendwie nutzen. Letztlich, das würde bedeuten, also keine Ahnung, Sie möchten gerne ein einfaches Modul haben, dann wäre es beispielsweise möglich zu sagen, naja, ich nehme das Paket S, Keyword Extraction, Language Translation, Anonymisierung, damit komme ich schon weit. Was wir aber eigentlich viel für die meisten Projekte viel sinnvoller finden, ist mal zu schauen, was in einem Projekt tatsächlich flexibel benötigt wird. Dann eben zu sagen, naja, ich brauche die Language Translation auf jeden Fall, weil ich ein internationales Publikum habe, was ich untersuchen möchte. Mich interessiert vor allem Überblick. Deswegen nehme ich die Keyword Extraction und die Daten kommen im Zeitverlauf an. Deswegen brauche ich eine Erkennung von Trending Aspects, Trending Topics. Anonymisierung ist mir aber gerade gar nicht so wichtig. Und so lässt sich das dann individuell eben für ein Projekt oder für eine Fragestellung kombinieren. Wie wird das konkret genutzt? Wir haben Ihnen jetzt das Ergebnis gezeigt und wir haben Ihnen sozusagen die Innereien, den Modus gezeigt. Wie kommt das zu uns? Wie kommen wir da zusammen? Gibt mehrere Möglichkeiten, da sehr eng aneinander zu wachsen, um eben einen möglichst hohen Grad der Automatisierung zu finden. Wenn Sie die Befragung innerhalb der Scopus Group machen, ist die Welt sehr einfach, weil dann fragen wir bei unseren Kollegen nach, wir binden uns direkt an die Survey-Software an und können die Daten dort rausziehen. Wenn Sie Ihre Survey-Software selber betreiben, zum Beispiel bei den großen namhaften mit Q oder bei einfacheren Surveys mit Limes oder dergleichen, da finden wir immer Schnittstellen, sodass wir uns die Daten auch live aus diesen Befragungen herausziehen können. Alternativ schicken Sie uns die Daten einfach zu, die Sie bekommen, die Sie vielleicht von Ihrem Institut bekommen, die Sie selber erheben, und wir speisen das dann entsprechend in den Prozess ein. Oder wir binden externe Quellen an, beispielsweise Google My Business, wenn Sie sagen, na, ich habe meine ganzen Standorte und Filialen da drin, können Sie die nicht direkt dort rausziehen? Ja, das können wir auch machen. Also da sind wir sehr offen und wir kümmern uns also nicht nur um den mittleren Teil, sondern wir kümmern uns darum auch, dass die entsprechenden Datenquellen angebunden werden. Wo gehen die Ergebnisse hin, wenn sie irgendwie bei uns waren? Da kam auch gerade noch eine Frage, die greifen wir auch gleich nochmal auf. Wir können die Daten in unterschiedliche Systeme zurückspielen. Was Sie gerade gesehen haben, ist eine Lösung, die wir auf Basis von Tableau gebaut haben. Das ist sozusagen unser Ergebnistool für die Text Analytics Suite. Das wäre dann auch sozusagen, was Sie bei uns bekommen, wenn Sie sagen, na, ich habe ein anderes Dashboard-System, können die Daten auch da reinlaufen. Auch das ist möglich. Genauso wie wir unterschiedliche Systeme auf der linken Seite anbinden, können wir auch Systeme auf der rechten Seite anbinden. Wir arbeiten sehr viel mit Tableau. Dementsprechend haben wir da auch gewisse Standards. Andere Systeme sind aber grundsätzlich auch möglich, müsste man dann eben im Einzelfall besprechen, wie diese Anbindung ist. Bei den Reports, klassisch, wenn Sie sagen, naja, ich brauche das irgendwie einmal quartalsweise für mein Quartalsreporting, dann können wir auch PowerPoint- und Excel-Daten vorbefüllen oder wir liefern Ihnen einfach die Daten in einer strukturierten Form als Excel-Tabelle, als Excel-Datensatz, als CSV-Datensatz oder auch als SPSS-Datensatz zurück. Welche Daten da genau drin sind, ist da vielleicht ein Sentiment-Wert drin, ist da die Übersetzung drin, ist da das Thema drin, um das genannt wird, das lässt sich dann sehr individuell alles definieren. Auch das kann komplett automatisiert funktionieren. Also wir haben auch in einigen Projekten Setups, wo das ganze Ding quasi von selber läuft. Wir haben das Dashboard und wir haben eine Datenrückführung auf der rechten Seite und wir haben die Befragung auf der linken Seite. Da machen wir im Prinzip nichts mehr. Das ist das Schöne bei der Elements oder zumindest bei der Elements zu arbeiten. Wir haben am Anfang beim Setup natürlich viel zu tun und bei der Wartung einiges zu tun, aber an sich läuft das alles automatisiert durch. Und das ist natürlich auch das Ziel, was wir hier verfolgen, dass wir eine Lösung haben, die, und das ist ja auch so ein Begriff aus den letzten Jahren, skalierbar ist. Das heißt, auf 1 Million oder 2 Millionen macht für die Technik dann nur im Sinne der Infrastruktur einen Unterschied. Also wie viel Rechenleistung brauche ich denn eigentlich? Aber das Ziel ist eben ein automatisierter Prozess, den wir mit Ihnen dann gemeinsam aufsetzen können. Und wie unterstützen wir dabei? Naja, die verschiedenen Module ermöglichen es, in verschiedenen Flughöhen sozusagen die Daten auszuwerten.
Wir können Sie dabei unterstützen, ersten schnellen Überblick über Ihre Textdaten zu bekommen, eben auf Basis der jetzt eben skizzierten und zum in einigen Bereichen dargestellten Module und Tools zu bekommen. Das können wir weiterentwickeln für Sie, indem wir passgenaue Textanalyse-Lösungen entwickeln, die genau auf Ihre Daten und Ihre Fragestellung passt. Stichwort Themenmodelle, Stichwort explorative Analysen. Da ist sehr, sehr viel möglich und damit finden wir eben das, was für Ihre Fragestellung und auch am Ende Ihr Budget passend ist. Und wir sind nicht nur ein Toolanbieter, wir sind nicht nur ein Softwareanbieter, sondern wir sind auch letztlich Berater. Und wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, die geeigneten Datenquellen zu finden und dabei unterstützen, diese Ergebnisse, die Sie am Ende rausbekommen, dann auch tatsächlich im Unternehmen zu verteilen, die Arbeit damit zu ermöglichen und Sie dabei zu unterstützen, das Maximale dort rauszuholen. Denn am Ende geht es darum, auf Basis von Daten und Analysen bessere Entscheidungen zu treffen, die dann Wachstum und Sicherheit Ihres Unternehmens ermöglichen. Und wir bei Descoberus Elements brennen für Daten, unabhängig davon, wo sie herkommen. Hauptsache, wir können viel damit analysieren und spannende Erkenntnisse raus. Und die Text Analytics Suite ist eben ein Bereich, auf den wir uns in den letzten Jahren fokussiert haben, eben das Thema Textanalysen, wo wir einfach sehr viele Erfahrungen und sehr viele Module entwickelt haben, die wir Ihnen in Zukunft dann eben auch anbieten möchten. Und an den vier Fragen, die wir schon bekommen haben, merke ich, dass das Thema in dieser Runde auf jeden Fall auf Interesse gestoßen ist und dementsprechend gibt es vielleicht noch weitere Fragen, die wir Ihnen gerne gleich beantworten möchten. Bis hierhin möchte ich mich aber auf jeden Fall schon mal bedanken für Ihr Interesse. Und ja, auch Ihre aktive Teilnahme. Ich hoffe, dass wir Ihnen so ein bisschen vermitteln konnten, was alles möglich ist und wo wir Sie unterstützen können. Und ich bin ganz gespannt auf Ihre Fragen. Die Fragen, hat Sebastian gerade eben schon gesagt, können Sie über die kleine grüne Sprechblase Join Me in die Gruppe oder auch an uns direkt schicken. Wir würden jetzt gleich die Aufnahme beenden. Und dementsprechend würde ich hier sozusagen in großer Runde mich noch einmal herzlich für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse bedanken. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft vielleicht das ein oder andere Gespräch zum Thema Textanalysen führen. Und ansonsten wünsche ich jeden Fall einen schönen Mittwochnachmittag, eine gute Woche und bitte bleiben Sie gesund und wir freuen uns, Sie bei der Scopus Group beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen.